Station und heute machen mit Resident Evil 4 weiter. Ich habe gemerkt, dass ich im letzten Part viel zu leise gesprochen habe. Das will ich verbessern. Und im letzten Part ist meine Aufnahme abgekackt und dann haben wir eine Mercenary Mission gemacht. Ja, dabei wollte ich mich nochmal entschuldigen. Aber jetzt machen wir dann richtig weiter. Und heute spreche ich auch viel lauter. So, 15 Missionen. So, ein Händler, was haben wir zu verkaufen? Ein Spinell. Haben wir zu verkaufen? Was haben wir noch? Kaufen. Ach, den Aktenkoffer können wir nicht. Ach, ich wollte ein bisschen kaufen. Dann wollte ich Munition kaufen. Ich hole jetzt mal 50 davon. Und von der Shotgun auch. Die Rifle und so brauche ich jetzt erstmal nicht. Und einen grünen Kord, sehr wichtig. Das stelle ich noch anders ein. Gut, das sollte reichen. Ja, und ich beginne einfach mal. Wir müssen die Präsidententochter ja retten. Ashley Graham stand auch da gerade. Könnt ihr euch durchlesen jetzt wieder? So. Jetzt geht's sofort los. Erstmal eine Handgun, meine Pistole. So, erst holen wir die blöden Schätze sofort. Bevor ich die noch später vergesse. Da ist die erste, glaube ich, ja. So. Da ist noch irgendwo, haben wir noch Glitzern gesehen. Ja klar, bleibt. Eine Bombgranate oder sowas machen wir nicht, aber wenn ich das kann, die öl dich. Und boom. Die halt nicht viel aus, das weiß ich. So. Du auch. Du auch. So, nein. Stirb. Nachladen. Gut, meine Pistole nehmen. So. Headshot. Okay. Was soll ich bekommen? 800 Piseten. Ah, ein Pen-Anhänger, unser Schatz und noch ein Insignien-Schlüssel. Was haben wir hier? Mach ich mal schnell. Ja, was kann ich? Nachladen. Eine Handgranate, die könnten wir später gebrauchen. Oder vielleicht auch hier gleich. Erstmal hoch. Oh, ich hab was vergessen. So, ist auch drin was, dann muss ich unnötig hinrennen. Ja, tatsächlich. Und Geld. Ja, 1000 Peseten. Das könnten wir brauchen. So, erstmal jetzt hoch. Ja. Dann erstmal darüber. So. Wegkicken. Und mal auf den Kopf zielen. Und tot. Ist da noch eine? Nein, ist noch eine. Darauf. Als Spinell. Ein roter Kraut. Die kommen gleich. Okay, ich weiß nicht, wie viele Larven waren. Tempomotion. Und voller Stellung. Okay, ich verstehe kein Wort. Bestimmt Spanisch. Soll noch ein spanisches Spiel sein. Also kein spanisches Spiel, sondern der Inhalt ist Spanisch. Also die Leute da sprechen Spanisch. Das soll auch nicht interessieren. Sondern einfach nur. Oh. Ja, hoch und Ashley befreien. So, ist er drinne? Ja. Ja. Ashley. Aha. Ein grauer, ein gelber? Ja. Ah, ich würde mal sofort mal hier Platz machen.
Kombinieren damit. Das kann ich auch nehmen. So. Für Notfälle. Ey, lass sie los. Alter, das ist eine Knacke, ey. Und weiter geht's. Ich glaube, sind da welche unten? Nein, okay. Komm, ich schläge sofort runter. Und muss die auch noch auffangen. Aber herkommen. Oh, nein, komm, komm. Ich nehme mal eine Granate. Die wird uns helfen. Ich hab es vergessen, 5000. Geh weg da, Ashley. Boah, direkt so perfekt, ist so blöd. Nein, geh jetzt weg. Geh doch weg, Ashley, geh doch weg. Geh doch weg. Geh weg, jetzt geh weg, da, Ashley. Och, ich hasse Ashley über alles. Oh Gott, oh Gott. Hier ist die Kasse. Nein, nein, das ist doch los. So. Geld. Kraut. Raus. Oh, eigentlich geschafft, das war so schwer. Ja. Sattler. Oh nein. Boah, voll kacke, das ist auf alles auf Englisch. Dann will ich auch vor euch vorlesen, aber ich habe keine Lust auf Englisch vorzulesen. Manche verstehen es auch nicht. Oh, die springen da raus. Okay. Was Rang ist? Egal. Und wir kommen zum 6. Da steht so eine Siegekampagne oder so. Keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Okay. Wir sind bei Killing Root. Okay, ja, wir sind schon weit. 6, komm, 7, 8, 9, 10, geht bis 21. Was ist denn 22? Das werden wir noch herausfinden. Okay, dann Leute, dann sag ich dann Tschüss und das war's mit dem Part jetzt und dann sehen wir uns das nächste Mal, Leute. Okay, Tschüss.